Das ist die Farbe der Sonne, des Lichtes, des Goldes. Gelb. Das ist die Farbe der Wärme, der Energie, der Fruchtbarkeit und der Reife. Gelb ist die Farbe der Freude, gelb ist die Farbe des Optimismus, gelb ist die Farbe des Umbruchs, der Kommunikation, der Kraft und des Lichtes. Und das ist das Interessante und das Gefährliche am Gelb, dass man im Grunde genommen den Namen Gelb gar nicht verwenden darf, weil man immer dazu sagen muss, welches Gelb. Es gibt das Maisgelb, es gibt das Sonnengelb. Zitronengelb, Dottergelb, Senfgelb, Kanarigelb, Safrangelb, Pissgelb. Postgelb, Zahngelb, Eitergelb, Quittegelb, Quietschgelb, Currygelb, Kallegelb, Strohgelb, Honig. Unter den bunten Farben ist Gelb die hellste Farbe. Und es scheint so zu sein, dass eben das Licht, das auf einen Gegenstand auffällt, bei Gelb am stärksten reflektiert wird, also an der Oberfläche zurückgestrahlt wird. Und das könnte man sagen, ist auch in gewisser Weise die Charakteristik von Gelb. Es hat also Ausweitung, Befreiung, das Neue. Die Zukunft. Ich würde sagen, Gelb ist ja die Farbe der Sonne, es ist die Farbe des Denkens und ich glaube, Gelb ermuntert sehr viele Menschen in ihrem Gemüt, sie erheitert ihr Gemüt und gibt eine bestimmte Ausstrahlung. Ich glaube, Gelb ist die Farbe, die sich mit allen anderen Farben am leichtesten kombinieren lässt, dadurch eigentlich eine sehr hohe Akzeptanzfarbe ist. Gelb erheitert. Das wusste schon Johann Wolfgang von Goethe. Entbehrte seine Farbenlehre auch der physikalischen Grundlage, seine Beschreibungen der sinnlich-sittlichen Wirkung von Farben beeinflusste Theoretiker und Künstler. Über Gelb schrieb Goethe: Es ist die nächste Farbe am Licht. Sie führt in ihrer höchsten Reinheit immer die Natur des Hellen mit sich und besitzt eine heitere, muntere, sanft reizende Eigenschaft. Die Farbe kann aber, wenn sie beschmutzt oder einigermaßen ins Minus gezogen wird, etwas Unangenehmes haben. Schon ganz geringe Beimischungen machen aus dem Gelb ein Gelb-Grün mit negativer Ausstrahlung. Der Maler Wassily Kandinsky knüpfte an Goethe an und erforschte am Bauhaus die Wirkung der Farben auf die Sinne. Gelb sah er negativ. Das grelle Zitronengelb tut dem Auge nach längerer Zeit weh, wie dem Ohr eine hochklingende Trompete. Es beunruhigt den Menschen, sticht, regt ihn auf. Kandinsky ordnete den Farben nicht nur optische und akustische Eigenschaften zu. Gelb schmeckt sauer, fühlt sich spitz an und riecht stechend. Gelb, physikalisch ausgedrückt, ist nichts anderes als elektromagnetische Wellen mit einer Wellenlänge von 575 bis 585 Nanometern. Im Spektrum also nur ein ganz schmaler Streifen zwischen Rot und Grün. Für Maler ist Gelb eine Grundfarbe, zusammen mit Rot und Blau.
Aus diesen dreien lassen sich alle anderen Farbtöne mischen. Im Mittelalter galten nur die reinen Farben als schön. Schon damals kannte die christliche Farbsymbolik zwei Bedeutungen von Gelb. Goldgelb als heilige Farbe der Erleuchtung, wie in Grünewalds Gemälde von der Auferstehung Christi. Gelb war aber auch die Farbe der Schande. Sie kennzeichnete die Geächteten und symbolisierte Verrat. Giotto malte das Gewand des Judas ockergelb. Mit gelben Ringen, sogenannten Schandflecken, diskriminierte man Juden und Ketzer. Dirnen hatten Gelb zu tragen, so schrieben es mittelalterliche Kleiderordnungen vor. Ebenso Henkersfrauen, Bettler, Bankrotteure und Narren. Das ist die mittelalterliche Sinngebung des Gelbs. Und wir haben es ja in der deutschen Geschichte, der Judenstern ist ja, das Gelb war ein politisches Kennzeichen, diskriminierendes Kennzeichen mit Gelb. Noch heute erscheint Gelb in der Farbsymbolik negativ besetzt. Es stehe für Eifersucht, Geiz und Neid. Der Ärger macht uns Galle gelb. Gelb sind Augen und Haut von Gelbsuchtkranken. Was altert, vergilbt. Der Gilb ist drin. Ja, ich mache alle Synthetik gelb. Alle. Jetzt nicht mehr. Dato ist da. Dato verjagt den Gilb. Gelb ist eine der ältesten Farben. Schon die Steinzeitmenschen malten vor 12.000 Jahren Höhlenbilder mit gelbem Ocker. Die natürlichen Mineralsubstanzen verblassen kaum. Dieses haltbare Gelb wurde aus eisenoxidhaltiger Erde gewonnen und mit Wasser oder Fett vermischt. Diese Ockergrube gehört zu einer der letzten Pigmentmühlen Europas, die noch solche Erdfarben herstellen. In Icordal, einem kleinen Dorf in den französischen Ardennen, steht Le Moulin à Couleur, seit 1866 in Familienbesitz. Um aus der Ockererde Farbe zu gewinnen, muss sie im Ofen erhitzt werden. Der bräunliche Ocker erhält seinen gelben Farbton erst durch das Brennen. Mit 200 Grad erhitzt, färbt sich das Eisenoxid darin gelb. Brennt man die gleiche Erde bei 700 Grad, entsteht rot. Dans le temps, les pigments étaient obtenus par concassage directement à la main. Früher hat man die Pigmente in Handarbeit gemalt. Heute haben wir dafür Maschinen. Die Mühle malt die gebrannten Ockerklumpen so fein wie Mehl. Ist der Farbton in Ordnung, können die Ockerpigmente in alle Welt verkauft werden. Farbhersteller vermischen sie dann mit Ölen und Bindemitteln. Daraus werden Wandfarben, Zementfarben und Künstlerfarben.
Der Maler des Gelb ist Vincent van Gogh. Er schwelgte in den Farben des Südens und ließ sogar sein Haus in Arles gelb anstreichen. Seine Farben? Chromgelb, Orange und Zitron. Schwer und dickflüssig aufgetragen. Van Gogh arbeitete besessen unter der sengenden Sonne, die ihn zugleich belebte und zerstörte. Überall gibt es hier einen Ton wie Schwefel. Die Sonne steigt mir zu Kopf. Ein Licht, das sich mangels besserer Bezeichnungen nur gelb, blasses Schwefelgelb, blasses Zitronengelb nennen kann. Ach, schön ist das Gelb. Es ist ganz sicher so, dass für Van Gogh die gelbe Farbe polare Kräfte hatte, dass das reine, ins Rötliche tendierende Gelb eher positive Momente eigentlich beinhaltet, dass das Gelb, was mit leichten grünlichen Stich eigentlich operiert, das Schwefelgelb vielleicht, sehr negativ belastet ist. Das sind natürlich die polaren Kräfte in der Psyche des Menschen, die darin zum Ausdruck kommen. Van Gogh hat zum Lebensende hin eigentlich immer stärker die negative Ausdrucksstärke der Farben verdeutlicht und Gelb als eine aggressive, verbrennende, die innere Seele verbrennende Qualität, glaube ich, deutlich gemacht. Das schönste Gelb zeigt die Natur. Das Gelb ist ja nicht in der Natur da, weil es den Menschen so gut tut oder es manchen Menschen gefällt, sondern es hat eine gewisse Funktion. Männchen locken mit dem Gelb Weibchen an oder sie warnen. Das ist eine Funktion des Gelbs. Sie warnen vor Gefahren oder rühr mich nicht an. Oder sie tarnen sich auch, die Tiere, mit dem Gelb. Diese drei Funktionen, locken, tarnen, warnen, die sind eigentlich für das Gelb typisch. In der Natur und darin liegt ihre wahre Bedeutung und ihre Funktion. Locken und werben sollen auch die Farben im Supermarkt. In unserem Beruf Markendesign, Markengestaltung wollen wir ja klar kommunizieren. Und da muss ich wirklich sagen, eiern wir rum. Und ich selbst eier da auch rum in dem Einsetzen von der Farbe Gelb, weil sie eben nicht so eindeutig wie andere Farben mit irgendwelchen Werten belegt werden kann. Und deshalb ist es immer ein Stück Unsicherheit, wenn wir damit kommunizieren wollen, wenn wir Gelb einsetzen. Und deshalb, glaube ich, setzen wir es auch sparsam ein und punktuell. Ich setze das einfach mal. Die Zwiespältigkeit von Gelb haben die Designer in ein Bild gefasst. Ich denke, wir werden uns einig sein, dies ist mehr oder weniger eine stark abstrahierte Blume, eine gelbe. Und jetzt kippt dieser Eindruck. Der kippt noch ein bisschen. Das heißt, es ist vom Kontext abhängig, welche vorrangige Anmutung die Farbe Gelb ausstrahlt. Und in diesem Fall ist es eindeutig eine Warnung. Gelb in Verbindung mit Schwarz ist internationale Warnfarbe. Gift, Radioaktivität, Explosionsgefahr. Unter diesem Gelb verbirgt sich nichts Gutes. Gelb will Beachtung, auch im Straßenverkehr. Es wird am raschesten erkannt und hat die beste Fernwirkung.
Auch beim Fußball verwarnt die gelbe Karte. Im internationalen Flaggenalphabet signalisiert Gelb Quarantäne, warnt bei Ausbruch einer Seuche wie Cholera oder Pest. Gelb ist die Pest und Gelb ist die Post. Hoch auf dem gelben Wagen. Warum die Post in Deutschland gelb ist, darüber streiten die Historiker. Wahrscheinlich aber geht die Farbe auf die Uniformen der Turn- und Taxischen Reichspost zurück, die das angestammte Schwarz-Gelb des Habsburger Kaiserreiches trugen. Dabei trug die Post nicht immer gelb. In Preußen war sie grün, in der Kaiserzeit blau, unter den Nazis rot. Seit 1946 gelb. Was gibt's sonst für eine Farbe? Es gibt doch nichts Gescheites. Nichts Fröhliches, Leuchtendes, Sonniges. Der Stuttgarter Kameramann Justus Pankau trägt am liebsten gelb. Mode interessiert mich in dem Sinne nicht, sonst müsste ich ja alle zwei Jahre die Farbe wechseln. Und ich bin jetzt ungefähr seit 30 Jahren bei Gelb. Rot ist Signalfarbe, Rot heißt Achtung. Wenn du in den roten Bereich kommst, dann knallt es gleich. Blau ist langweilig. Jeder Manager, der sonst im Grau rumläuft, wenn er sich mal was Besonderes gönnen will, dann zieht er sich vielleicht mal einen mittelblauen Anzug an. Das ist aber schon das Höchste. Grün. Grün haben die Jäger und ich mag keine Jäger. Also bleibt ja eigentlich nur noch gelb als richtige Farbe. Gelb ist die Lieblingsfarbe von 5% der Männer. Bei den Frauen bevorzugen 4% das Gelb, fand die Psychologin Eva Heller heraus. Was sagt die Farbwahl über den Menschen aus? Damit beschäftigt sich die Farbpsychologie, eine nicht unumstrittene Wissenschaft. Einer ihrer bekanntesten Vertreter ist der Schweizer Professor Max Lüscher. Schon 1948 entwickelte er einen einfachen Farbtest, den Lüscher-Test, der bis in die 70er Jahre sehr beliebt war. Testpersonen sortieren Farbkärtchen nach ihren Vorlieben und Abneigungen. Aus der Abfolge deutet Lüscher die momentane körperliche und seelische Verfassung. Gelb ist für ihn die hellste und leichteste Farbe, die psychologisch Lösung, Befreiung und Veränderung bedeutet. Wenn also jemand das helle Gelb wählt, dann heißt es, ich bin neugierig, ich hoffe, dass in der Zukunft etwas anderes geschieht. Ich freue mich auf eine Veränderung, natürlich heißt das eine Verbesserung. Wenn jemand hingegen dieses helle Gelb ablehnt, dann ist es genau das Gegenteil. Ich habe Angst vor der Zukunft, ich bin vorsichtig, ich bin zurückhaltend. Dabei hat Max Lüscher bei seinen farbpsychologischen Untersuchungen festgestellt, dass Farbvorlieben regional unterschiedlich sein können. Zum Beispiel die Hamburger und die Münchner, die wählen ganz verschiedenartig. Das haben wir durch sehr große statistische Untersuchungen. Es ist das, was Sie erwarten würden. Die Gelb wird in München viel stärker bevorzugt und in Hamburg wird es geradezu abgelehnt. Also die Hamburger, die wählen Blau und Grün, das sind die sehr konservativen Farben. Und die Münchner, die wählen viel mehr Rot und Gelb, das sind die spontanen, unmittelbaren, direkten Farben. Zurück zum Gelb. In China ist Gelb die meist verehrte Farbe, die Kaiserfarbe. Und was bei uns der rote Teppich, ist in China der gelbe Teppich. Da! Erst der letzten Dynastie wurde Gelb als Kaiserfarbe zugeordnet, entsprechend der chinesischen Elementenlehre, in der Gelb die Farbe der Mitte und der Erde ist. Außerhalb des kaiserlichen Hofes war das Tragen von Gelb strengstens verboten.
Der letzte Kaiser, Pu Yi, schrieb in seinen Memoiren: So oft ich an meine Kindheit zurückdenke, legt sich ein Schleier von Gelb über meine Erinnerungen. Die glasierten Dachziegel waren gelb, die Sänfte war gelb, das Futter meiner Kleider und Hüte, die Schalen und Teller, aus denen ich aß und trank, waren gelb. Es gab nichts um mich, was nicht gelb war. Gelb ist sicherlich vor allem deshalb wichtig, weil durchaus in der Bedeutung braun, auch die das chinesische Wort haben kann, die Landschaft in dieser Farbe geprägt ist. Und zwar die Landschaft Nordchinas, die ja hauptsächlich durch den Lauf des gelben Flusses bestimmt ist. Nun ist der gelbe Fluss nicht in unserem Sinne gelb, sondern eher ockerfarben, aber durch die Lössablagerung, durch das Wasser, was ja so eine Art von schmutzigem Gelb dann entspricht, ist diese Landschaft sehr wichtig und bedeutend geworden, denn sie ermöglichte den Menschen ja das Überleben. Die Chinesen selber haben sich nicht als gelb verstanden, ganz im Gegenteil. Es gibt Einträge unter gelben Menschen, damit hat man aber Ausländer gemeint, Leute, die nicht zur chinesischen Kultur gehörten. Die gelbe Rasse ist offenbar eine Erfindung der europäischen Neuzeit, sicherlich auch mit abwertendem Tone. Dabei hat ja auch ein deutscher Kaiser seine Rolle gespielt, indem er dann das Schlagwort von der gelben Gefahr prägte. In China selbst wird heutzutage auch von gelber Rasse gesprochen, schon seit rund 100 Jahren. Das ist aber eine Übernahme von europäischen Vorstellungen. Seide färbten die Chinesen oft mit Safran, ein intensives Gelb, gewonnen aus einer Krokusart. Ein teures Verfahren, denn für ein Kilo Farbstoff braucht man bis zu 200.000 Blüten. Ein billigeres Rezept kannten die europäischen Textilfärber des Mittelalters. Eine der ältesten Färberpflanzen, die schon in der Antike bekannt war, ist Reseda, auch Färberwau genannt. Ein Kraut, das in Europa am Wegesrand wächst. Nur ganz wenige Naturfarbenhersteller wie die Firma Livos kochen noch heute gehäckselte Reseda-Blüten aus, um gelbe Farbe herzustellen. Nach einer Stunde Kochzeit ist die gelbe Suppe fertig. Die blassgelbe Lösung wird später eingedickt und ist dann Ausgangsstoff für die Weiterverarbeitung zu Textil- oder Wandfarben. Gelb im großen Stil wird heute in Chemiefabriken synthetisch hergestellt. Gelb chemisch gesehen ist ein Molekül wie dieses hier auf der Basis eines Para-Amino-substituierten Benzoesäure-Derivates und eines Stickstoff-substituierten Pyridons. Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert und der wachsenden Textilindustrie konnte der Bedarf zur Textilfärbung aus Naturstoffen nicht mehr gedeckt werden. Die damaligen Chemiker versuchten daher entweder die Naturfarbstoffe nachzuahmen oder neue synthetische Farbstoffe herzustellen. Das erste synthetische Gelb wurde 1861 von Peter Gries hergestellt und ab 1868 das erste Mal in der Welt hier in Ludwigshafen produziert. Das künstlich hergestellte Gelb gilt als besonders farb-, wasser- und lichtecht. Vielfältige Farbnuancen lassen sich erzielen, mit denen Textilfasern, Leder oder Kunststoff genauso wie Papiermeische gefärbt werden können. Ist immer mal wieder Modefarbe. Gelber Lidschatten. Make-up-Designer Carlos setzt für eine Saison auf gelbe Augen.
L'intelligence est souvent utilisée dans le design et aussi dans les vêtements. C'est une couleur qui annonce le printemps qui vient. Gelb wird oft im Design und in der Mode verwandt. Es kündigt den Frühling an. Gelb symbolisiert die Sonne. Es lässt die Augen strahlen. Als Künstler male ich auch Monochrome. Und so wollte ich Gelb einmal genauso auf Augenlidern verwenden. J'ai imaginé que c'est une couleur qui je pourrais m'en servir comme couleur de fard à paupières également. Auch bei Autos ist Gelb derzeit im Trend. Den Farbton Dakar-Gelb hat der Schweizer Erich Chiavi ausgeklügelt. Er ist Farb- und Raumphysiologe in Davos und gestaltet vor allem Räume und Arbeitsplätze namhafter Firmen. In Vorträgen plädiert er für eine buntere Welt. Zu Hause umgibt er sich auch selbst mit Farben, denn Chiavi schwört auf die positive Kraft der Farbschwingungen im Raum. Gelb tut gut. Ein gelber Raum kann uns sicher in erster Linie sicher erweitern. Der gelbe Raum hilft auch dazu bei, dass wir Distanzen, Dimensionen vergrößert sehen. Weil ein weißer Raum ist schockierend, ein gelber Raum ist erwärmend und ist erfreuend. Je bunter der Mensch sich mit Farben umgibt, desto wechselwirkender wird er auch in seinen Leistungen werden und in seiner Zufriedenheit werden. Ich glaube, Farben gehören, wie die Blumen in die Wiesen, gehören eben Farben zu den Menschen. Und was wäre die Welt ohne Gelb? Die Vorstellung, dass die Sonne ihre Strahlen zurückzieht von der Erde und das Gelb verschwindet, dann wären ja die Wälder blau. Und vor allen Dingen, was dann auch passieren würde, was ich mir überlegt habe, die Bananen würden ja plötzlich ganz anders aussehen. Und dann habe ich mir überlegt, dass, Moment, dass vielleicht der gelbe Fluss in China rosa wäre oder dass die Schlangen vielleicht hellblaue Augen hätten. Und da geht ein ganzes Szenario ab, das also völlig utopisch aussieht. Dann würde unsere Welt nicht mehr unsere Welt sein. Und ich denke einfach, dass wir das Gelb zum Leben brauchen, ganz intensiv. Ende gelb, alles gelb.